mit R hinten an einem Auto festhalten. Witzigerweise, durch den Speedbonus, den wir haben, durch den Weihrauch-Fetisch-Dingens, sind wir mittlerweile eigentlich schon schneller als Autos. Aber trotzdem, los geht's. Der oberen R-Schultertaste. Aber muss ich jetzt nicht irgendwie Autos dafür finden? Oder wie genau stellen die sich das jetzt vor? Moment mal, hä? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Hier ist kein Auto, an das ich mich hängen kann. Ich glaube, ich habe gerade gelernt, dass ich theoretisch nicht alle Fahnen sammeln muss. Ich kann Fahnen, glaube ich, auslassen. Ach Gott, der Kurs ist aber echt nicht ohne. Ich verstehe noch nicht, wo ich hier lernen soll, dass ich mich an Autos hänge, ehrlich gesagt. Aber... Ah, ich muss vielleicht doch alle sammeln. Jetzt ist die letzte wahrscheinlich die... Oder? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Okay, irgendwo soll es noch zwei Fahnen geben. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Ich habe irgendwas verpasst anscheinend. Okay, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Ich glaube, das müssen wir nochmal von vorne anfangen. Das hat gerade nicht so ganz funktioniert. Hallo. Hallo, Zelda. Versuchen wir es nochmal. Ist hier hinterm Haus eine Fahne oder wie? Ah ja, tatsächlich. Wie sollen wir denn die finden? Also ich meine, inwiefern... Ich dachte, das ist ein ans Auto hängen Training. Ich verstehe das nicht, aber gut. Es ist eigentlich egal, ich muss es nur schaffen. Egal wie gut oder schlecht ich es schaffe, ich muss nur ins Ziel kommen. Innerhalb von 5 Minuten, das wird ja voll zu schaffen sein. Dankeschön! Und dann können wir den Trick anwenden. Und hier Goldrang verdienen und so ist ja was, das kann ich ja dann wieder alleine machen, außerhalb des Streams. Nein! Oh Gott, Hilfe! Der Sprung war aber gar nicht schlecht. Nur leider wieder voll übers Ziel hinausgeschossen. Dammit. Ja! Okay, geschafft. Gut genug. Nee, die Hauptstory ist noch nicht durch. Die Hauptstory ist noch nicht durch. Das machen wir noch. Aber ich will noch so viele Nebenquests wie möglich abschließen. Alle können wir nicht mehr machen. Da werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall in dem New Game Plus alles nochmal machen. Ob ich das dann im Stream mache oder privat, weiß ich nicht. Aber bevor wir es durchspielen, will ich noch so viel wie möglich machen. Gerade ist es eigentlich witzig, weil gerade ist es so, oh mein Gott, ich muss das Leben von Patricia retten und wir müssen uns voll beeilen. Aber erst müssen wir jetzt mal Thymian zur Köchin bringen und ein bisschen skaten, weil Prioritäten setzen und so. Guck, das reicht dann sogar für Silber. Das ist schon witzig. Gold ist teilweise schwer, aber Silber kriegt man für jeden. Also, solange man ins Ziel kommt, kriegt man Silber. Wow, klasse, Agent York. Ich muss mal kurz was trinken. Ich wusste ja, dass du talentiert bist. Aber, dass du fürs Borden sogar illegale Sachen machst. Du bist echt sowas von abgedreht. Und ich meine das als Kompliment. Wenn irgendwer Lee's Mörder finden kann, dann du. Eigentlich habe ich den schon gefunden, da sind wir schon weiter. Da bin ich mir ganz sicher, aber vielleicht weiß sie das nicht. Wer weiß, was da in die Öffentlichkeit kommt und was nicht.
weil das kann kein normaler Verbrecher gewesen sein. Und ein normaler Mensch kann gegen so einen nicht gewinnen. Aber jemand, der so denkt wie du, der seine eigenen Regeln macht, der hat eine echte Chance. Klingt nicht sehr überzeugend, oder? Ach, was weiß ich schon. Was redest du denn da, Emma? Du bist immerhin mein Mentor. Du hast ein echtes Auge für das Wesentliche. Und du hast einen guten Gleichgewichtssinn. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Das ist eine seltene Gabe, weißt du? Deine Anerkennung bedeutet Zack und mir sehr viel. Ich verspreche dir etwas. Wir werden die Verbrecher, die Lees auf dem Gewissen haben, zur Strecke bringen. Darauf kannst du dich verlassen. Ah, Agent York, ich wollte dich da noch was fragen. Was denn? Wer ist Zack? Und wer sind Mr. Miyagi und Daniel-san? Sind das alles irgendwelche Filmfiguren oder ist das so eine Art FBI-Code? Zack ist ein alter Freund von mir, Emma. Mr. Miyagi und Daniel-san sind tatsächlich Filmfiguren, aber sie sind auch du. Und Robert ist mein Vorgesetzter in Washington, nur der Verständlichkeit halber. Sein voller Name lautet Robert R. Abrahams. Er stammt aus South Dakota. Seine Eltern haben beide norwegische Vorfahren, aber er selbst ist ein Adoptivkind mit indianischen Wurzeln. Auch wenn er sich nach eigener Aussage nicht an die Zeit vor seiner Adoption erinnern kann. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass er über geheimnisvolle Kräfte verfügt. Was mich zum Beispiel besonders überrascht hat, ist: Alter, was redest du hier für einen Scheiß? Was? Na, ich rede über Robert, mein Chef. Ich habe ihm einiges zu verdanken, musst du wissen. Und ja, ist ja gut, er ist toll, ich hab's kapiert. Ja, aber wenn du Probleme mit deinem Deck hast, weißt du ja, wo du mich findest. Man sieht sich, ciao. Ach ja, schön. Okay, coolio. Jetzt müssen wir... Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Wo hat uns denn die Quest hin verfrachtet? Ah, hier. Ganz woanders. Ah ja, jetzt muss ich mal ganz kurz in mein Questbuch schauen eigentlich. Das können wir nicht mehr abgeben. Hier noch zwei Schnellreisen. Thymian! Thymian zu Alexis bringen. Ganz genau. Das machen wir jetzt. Ich bin so gespannt, ob das jetzt das beste Supergericht überhaupt wird. Ich muss auch sagen, die Erfahrungen, die ich hier in Bayern gemacht habe, sind größtenteils auch echt gut. Wahrscheinlich vielleicht deswegen, weil Bayern ja auch wirklich schwer betroffen war am Anfang in der ersten Welle. Aber die große Mehrheit hält sich hier wirklich gut an Masken- und Abstandspflicht. Immer wieder sieht man halt natürlich Einzelne, aber mein Gott, was soll man machen? Aber im Großen und Ganzen ist die Akzeptanz und die Vernunft hier schon recht hoch. Warum bin ich jetzt eigentlich mit dem Skateboard von da weggefahren Richtung Hotel? Weil ich wieder im Chat lese und in Gedanken bin. Zack, it appears to be... Na, let's come back. Machen denn die auf? Wahrscheinlich um 17, 18 Uhr oder so wieder, ne? Dann gehe ich jetzt wirklich kurz ins Hotel und schau mal, ob der Hotelboy da ist. Ach so, warte mal. Da müssen wir jetzt aber noch eine Schnellreise machen. Dann haben wir nämlich die 30 zusammen. Dann mache ich jetzt schnell die unnötigste Schnellreise ever. Von Alexis Bar ins Casa Pineapple. Aber gut.
Nur eins ist sicher, der Virus wird nicht verschwinden, also muss man Heilmittel finden. Man kann ja immer noch hoffen, dass es Anfang nächsten Jahres dann vielleicht endlich ein Impfstoff da ist. Dadurch, dass sich jetzt anscheinend die Berichte, die es ja schon von Anfang an gab, aber die meistens als Fehlmessungen abgetan wurden, dass die sich jetzt wirklich, dass sich da die Beweise schön langsam erhärten und man davon ausgeht, dass die meisten Menschen nur relativ kurz immun sind und dass die Immunität sehr schnell wieder abgebaut wird, beziehungsweise die Antikörper sehr schnell wieder abgebaut werden, ist das natürlich auch echt schwierig mit Impfstoff, weil wie soll man impfen, wenn die Antikörper nur so kurz halten, quasi? Aber da kenne ich mich nicht genug aus. Anscheinend gibt es da trotzdem Methoden, wie man das gut machen kann. Also das ist noch nicht ausgeschlossen, dass es trotzdem schon früh zu einem effektiven Impfstoff kommen könnte. Aber vor Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sicher nicht. Ja, nee. Ich glaube, der Hoteljunge ist immer nur so nachmittags. Ich glaube, der ist immer so um 1, 2 steht der da rum, glaube ich. Müssen wir morgen mal gucken. Dann gebe ich jetzt den Thymian noch ab. Und dann haben wir jetzt nebenquestmäßig eigentlich alles gemacht. Dann machen wir, glaube ich, die Hauptquest weiter. Also, nach den beiden Sachen. Dem Bellboy die Quest abnehmen. Und schauen, ob es vielleicht noch weitere gibt. Das kann schon sein. Mal schauen. So. Mir wird heiß unter der Mütze. Machen wir den Hair Reveal. Die langen Haare, die ewig langen Haare sind im Briefumschlag. Muss man den Kopfhörer auch abnehmen. Bräuchte jetzt den Zelda-Kisten-Sound. Da-da-da-da. Alles weg. Nur ein kleiner Iru bleibt zurück. Finde ich, sieht ein bisschen aus wie Zoltan, oder? Hätte ich wohl gerne. Da. Puh, aber es ist so erfrischend im Sommer mit den kurzen Haaren. Das ist echt toll. Und beim Schlafen so viel besser. Ich bin froh, dass die langen Haare weg sind. Aber es war für einen guten Zweck. Es ist in Ordnung. So. Ah, wie der Wind um meine Kopfhaut weht. Schön. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu Alexis. Über ein Jahr hat es gedauert, die Haare wachsen zu lassen, aber jetzt sind sie lang genug und sind jetzt schon im Briefumschlag und werden jetzt dann die Tage losgeschickt und gespendet, wie angekündigt. Und ich werde sie nicht vermissen. Ich hatte schon öfter in meinem Leben längere Haare. Ich weiß nicht, ob schon so lange wie jetzt, aber schon ziemlich lange. Und das ist bei mir immer so ein Zyklus. Ich lasse die immer sehr lange wachsen, weil ich dann was Neues haben will und so. Und dann, ne? Und dann passt schon. Und irgendwann werden sie dann lang und dann fangen sie an, mich zu nerven. Und dann nerven sie mich immer mehr. Und dann rasiere ich sie fast wieder komplett ab. Und dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Mal schauen, wie lange ich jetzt die kurzen Haare behalte. Beziehungsweise lasse ich den Schopf hier oben zumindest deutlich länger wachsen. Ich werde da ein bisschen rumexperimentieren. Den Undercut lasse ich jetzt mal. Werde ein bisschen schauen, was ich mit dem Haupthaar mache, wie lange ich das mache. Im Grunde ist die Länge wirklich nur, weil die Haare hier oben sind die höchste Stufe und die Haare an der Seite die kürzeste Stufe von meinem Haarschneider. Das ist eigentlich... Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe.
Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Oh, my Lord, you sure look sharp today, Mr. York. Mir fehlen die Worte. Du hast es wirklich geschafft. Jetzt haben wir alle Zutaten beisammen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dieses Gericht endlich mal wieder jemanden vorsetzen zu können. Ich brauche nur einen klitzekleinen Moment. Yes, super Gericht, freigeschaltet. Woo! Einfach fantastisch. Hat's dir geschmeckt? Na, das freut mich aber. Ich nenne es Jambalaya der FBI. Ich habe ein bisschen mit den Zutaten gespielt, um es perfekt auf dich abzustimmen. Du kannst es jederzeit wieder bei mir bestellen. Zack, die Frau ist keine einfache Restaurantbesitzerin. Sie ist eine wahre Meisterin am Herd. Aber ich glaube, ich muss mich bei der Kuchin-Küche entschuldigen. Um ehrlich zu sein, habe ich mit dem Wort Kachun immer etwas völlig anderes verbunden. Erinnerst du dich an diesen einen Film? Da haben wir uns als Kind ein ganz schönes Trauma zugezogen. Die letzten Amerikaner, Walter Hill, 1981. Ein Trupp der Nationalgarde verirrt sich in den Sumpf Louisiana und wird dort von den Einheimischen, also den Kachuns, gejagt. Eine in vielerlei Hinsicht problematische Darstellung. Die Furcht und der Nervenkitzel jedoch waren unverfälscht. Und erinnerst du dich noch an das, was wir irgendwann später über Aliens die Rückkehr erfahren haben? Also die Produktionsfirma nach der Beginn des Projekts wissen wo, was, als die Produktionsfirma nach, noch vor Beginn des Projekts wissen wollte, was für eine Art Film das wird, soll der Produzent gesagt haben, die Geschichte ist eine Mischung aus Die letzten Amerikaner und Die sieben Samurai. Die Firma gab angeblich sofort grünes Licht. Von einem Film namens Die sieben Samurai habe ich leider noch nie etwas gehört. Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ob das wohl ein japanischer Streifen ist? Der Titel ließ es ja vermuten. Ich meine, ich verstehe schon. Der Entwickler, der Autor von dem Spiel ist Japaner und will hier einen westlichen Charakter schreiben und der kennt nur westliche Filme. Aber sieben Samurai kennt man überall. Sieben Samurai kennt man auf der ganzen Welt. Naja. Aber ich schweife ab. Was ich eigentlich sagen wollte, ist folgendes. Alexis Spezialgericht hat es sogar geschafft, das Wort Kachun für mich neu zu definieren. Und diese Leistung ist nicht ohne. Man könnte es fast revolutionär nennen. Hervorragendes Essen kann sogar der Vergangenheit einen neuen Geschmack geben. Ich habe das Gefühl, ich bin heute einer weiteren Wahrheit näher gekommen. Oh yeah! Hallo, Lokuxi. Oder Loki. 13. Die Rückkehr. Okay, cool. Das hätten wir geschafft. Ja, Desert Dragon auf Discord findest du unter Ankündigung das letzte Foto, das mit langen Haaren gemacht wurde. Verrückt. Wie ein anderer Mensch. Wie der Wrestler Mick Foley sehe ich da aus. So, jetzt passt auf. Genau, das wollte ich noch machen. Und den Cocktail am Sonntag, stimmt. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Ah, weil ich da und so blöd auf dem Stuhl hier sitze. Jetzt muss ich nach Mick Foley googeln. Ja, mach das. Mankind oder Dude Love oder Cactus Jack waren seine drei Pseudonyme als Wrestler. Mit den langen Haaren und dem Bart, finde ich, habe ich so ein bisschen dem ähnlich gesehen. Ein bisschen. Die Haare und der Bart waren halt ähnlich. Sonst nicht so. Aber ein bisschen.
Ich auch nicht, aber ich habe früher Wrestling geguckt. Aber bestimmt schon 20 Jahre her oder so. Sagen wir 15. Da war Mick Foley eine Zeit lang ziemlich legendär. Erst als. Ich glaube, Dude Love war sein erstes Pseudonym, aber das ist dann schon sehr lange her. Aber als Cactus Jack wurde er ziemlich berühmt, weil er da eben als Hardcore-Legende, also sich einen Namen gemacht hat. Weil der einfach ein ziemlicher Masochist ist, der Kerl, und sich da üble, reale Wunden zugefügt hat. Also absichtlich, natürlich. Aber halt sehr viel Blut und sehr viel krasse Moves, die echt gefährlich waren. Und dann ist er in die damals noch WWF gewechselt, doch WWF damals noch gewechselt und wurde dann Mankind und war da am Anfang ein bisschen sanfter, aber wurde dann wieder ziemlich schnell Hardcore und ist dann wieder zu seinem Synonym Cactus Jack gewechselt. Und dann hat man quasi so eine Story draus gesponnen aus den verschiedenen Personas, die Mick Foley in seiner Karriere dargestellt hat, dass das so ein bisschen so eine schizophrene Geschichte war, im Grunde. Die haben quasi die Tatsache, dass er in verschiedenen Wrestling-Ligen verschiedene Rollen gespielt hat, umgeschrieben zu verschiedenen Persönlichkeiten von diesem Mankind-Charakter. Fand ich ganz nett. Da hatte dann Mick Foley und Triple H hatten wieder eine ziemlich Hardcore-Fehde mit wirklich beeindruckenden Matches, mit beeindruckenden Stunts. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich es vergessen vor lauter Mick Foley und Triple H. Ah ja, genau. Jetzt schlafen wir erstmal. Und zwar bis 13 Uhr, bis am nächsten Tag um 13 Uhr. Hi Lucario, hallo. Hulk, den Nachnamen habe ich vergessen. Kenne ich schon. Hulk, meinst du Hulk Hogan? Den kennt natürlich wahrscheinlich jeder. Oder kennen junge Leute noch Hulk Hogan? Ich glaube, Hulk Hogan ist quasi, wenn man Wrestling hört, denkt man Hulk Hogan, oder? Immer noch. Mir geht es zumindest so. Dankeschön, Lucario. Ich glaube schon. Ich glaube, hier sind alle Altersgruppen vertreten meistens. Es sind natürlich nicht immer alle gleichzeitig da, aber ja. War denn nicht auch Strongman? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, leider ist der Hotelboy nicht hier, Mensch. Ich dachte, um 13 Uhr lungert der hier immer in der Lobby rum. Und ich dachte aber auch, hier kann man Zigaretten kaufen. Mist. Kaffee kann ich hier kaufen. Wo kriege ich denn Zigaretten her? Vielleicht verkauft er welche. Das kann sein. Very good, sir. Please, come right this way. Okay, wo wäre ich stehen geblieben? Kaufen. Ah, der verkauft Munition. Aber Munition habe ich eigentlich genug. Zigaretten. Kaufen wir mal ganz viele. Auf Vorrat. Ich hoffe, ich kann auch gleich für meine Kiste einkaufen. Ach so. Ich muss erst. Ich verstehe. Okay. Kaufen wir mal 20 Schachteln Zigaretten. Die ganz leichten. 11 Mittel und nochmal 10 oder so ganz starke. Serving you is my greatest pleasure, sir. Na dann. Please do let me know if there is any other way for me to assist you.